Meine sehr verehrten Gäste, meine Damen und Herren, ich darf Sie zum 6. European Dinner ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße das diplomatische Korps, die Damen und Herren Präsidenten, Abgeordnete, Vizepräsidenten des Landtags, Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kirchen, Religionsgemeinschaft. Und ich darf ganz besonders unsere Gäste, unsere Speaker begrüßen. Noch ist er nicht da, weil er natürlich so viel Arbeit hat. Dr. Florian Herrmann, Staatsminister und bayerischer Europaminister. Dann sehr herzlichen Gruß an seine Exzellenz, den Premierminister Orban, Prime Minister of Romania. It's a great honor to be here and we will give you much support for your fight in your country. All of the best. Und es ist mir eine große Freude, meinen früheren Mitarbeiter und einer, der von den Weigel Boys übrig geblieben ist, in hoher Verantwortung, Dr. Klaus Regling zu begrüßen, Managing Director des European Stability Mechanism, ESM, ein Freund und Stabilisator. Ich kann nur sagen, wenn er früher bei wichtigen Veranstaltungen neben mir saß, konnte ich mich immer auf ihn verlassen. Lieber Klaus Regling, ganz herzlichen Dank, auch dass Sie gekommen sind. Und Sie sind ein Stabilisator Europas und machen Sie das weiter in dieser geräuschlosen und erfolgreichen Art, wie Sie das bisher gemacht haben. Und dann ist es mir eine besondere Ehre, den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Šefčovič, zu begrüßen, Vice President of the EU, Commissioner. Thank you very much for coming and your speech. It's a great honor for us. Thank you so much. Und wir haben einen Großteil der Kommission bei uns. Ich begrüße auch Johannes Hahn, den Kommissar aus Österreich, der mir natürlich besonders nahe ist, weil er Budgetfragen zu verantworten hat. Und er wird auch heuer mal das tun müssen, was mir 1995 gelungen ist, nämlich das Wagnersche Gesetz zu durchbrechen, in einem Jahr weniger auszugeben als im Jahr zuvor. Noch nicht begrüßen kann ich, aber er wird kommen, Manfred Weber, den EVP-Fraktionsvorsitzenden, einen Motor der Demokratie in der EU und ein politischer Faktor auch in der Zukunft. Er muss im Moment noch den amerikanischen Botschafter im Maximilianeum von den Vorzügen der EU überzeugen. Ich nehme an, dass ihm das genauso gelingt wie bei uns. Meine Damen und Herren, ein Mann ist nicht mehr unter uns, der immer dabei war, Dr. Martin Hüfner. An Silvester haben wir von ihm Abschied genommen. Ein kluger Ökonom, ein begabter Publizist, ein treuer Wegbegleiter, er fehlt uns. Er kam vor einigen Jahren zu mir und sagte, ob ich nicht den Vorsitzenden dieser Münchner Europakonferenz machen wolle. Und er sagte mir, Sie müssen überhaupt nichts tun, nur repräsentieren. Das war natürlich eine Lüge. Und ich wusste, dass es eine Lüge ist und er wusste es. Aber ich habe es gern gemacht und es hat mir bisher Spaß gemacht. Und ihn werden wir vermissen. Er war ein nüchterner und doch optimistischer Europäer. Meine Damen und Herren, es gibt ein neues Buch, das Sie, sind nur 519 Seiten, unbedingt lesen müssen. Europa in Vielfalt geeint. Ein Forschungsprojekt von 30 renommierten Autoren, Wissenschaftlern, Publizisten aus ganz Europa, von dieser Münchner Europakonferenz mitgetragen. Ein Werk, das aufzeigt, welche Wege für die Zukunft Europas von Bedeutung sind. Es enthält einen Blick in eine großartige 70-jährige Vergangenheit, aber auch eine ehrliche Analyse der Gegenwart und Wege und Visionen für die Zukunft.
Europa in Vielfalt geeint. Nur das kann das richtige Motto und die Vision für Europa sein. Europa, meine Damen und Herren, braucht Projekte zur Lösung von Problemen, um auch bei den Menschen sichtbar zu sein. Warum ist es nicht möglich, einen Stufenplan für die Banken- und Kapitalmarktunion zu setzen? Wir haben damals schließlich auch Stufenpläne zur Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion damals durchgesetzt. Oder die Harmonisierung der Bemessungsgrundlage im Steuerrecht. Entschiedene Schritte gegen Steuerdumping, auch eine Form von Mindestbesteuerung. Oder eine Verteidigungsgemeinschaft. Das muss nicht unbedingt eine gemeinsame Armee sein, aber mehr Kooperation, zum Beispiel in den Rüstungsvorhaben. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass der Nachfolger des Jäger 90, für den wir damals gekämpft haben, möglicherweise in einem anderen Kontinent gebaut wird. Oder eine vernünftige Industriepolitik im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Wer weiß eigentlich, dass die soziale Marktwirtschaft expressis verbis in den Verträgen von Europa, im Lissabon-Vertrag, als Wirtschafts- und Sozialmodell für ganz Europa verankert ist. Genau das Modell, das Ludwig Erhard und seine Mitstreiter 1948/49 in der Bundesrepublik Deutschland durchgesetzt haben. Oder ich denke an den Airbus in den 70er Jahren. Ich war damals im Haushaltsausschuss und federführend für den Wirtschaftsteil. Und damals ging es um die Frage, wird er gebaut oder nicht gebaut? Und da gab es viele, die dagegen sind. Ich finde heute, wenn ich manchmal für Airbus unterwegs bin, in Hamburg und in Toulouse Büsten von Franz Josef Strauß. In München wird diskutiert, ob noch eine Straße nach seinem Namen benannt werden darf. Welche Themen haben wir? Also in Hamburg und in Toulouse mehr Dankbarkeit, denn es ist nicht zuletzt ihm damals gelungen, das große europäische Projekt, nämlich des Airbus, durchzusetzen, bis heute ein Erfolgsmodell. Oder eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, unabdingbar notwendig im Verhältnis zu den USA, in der NATO, aber natürlich auch im Verhältnis zu Russland und als Akteur im Nahen Osten. Eine gemeinsame Flüchtlings- und Immigrationspolitik kann doch nur auf europäischer Ebene passieren, auch wenn es eine Sisyphos-Arbeit ist und nicht auf einen Schlag Erfolg haben kann. Und Klima- und Umweltpolitik als Überlebensstrategie für unseren Kontinent kann nur gemeinsam erfolgen, auch nicht in Europa allein, aber Europa muss mit ein Antreiber sein in der Welt. Und letztlich ist dieses Europa, und vielleicht nicht letztlich, sondern als erstes, eine Werte- und Rechtsgemeinschaft, die im Wettbewerb im Moment mit vielen autoritären Systemen Erfolg gehabt hat und haben muss, auch wenn andere Systeme vielleicht zeitweilig auch einen gewissen Erfolg ausweisen. Und wir könnten eigentlich ein bisschen mehr über Erfolge reden. Vor einem Jahr hatten wir den griechischen Premierminister, damals noch Oppositionsführer, heute Premierminister, mit zur Tagesordnung bei uns. Tja, schon zuvor, aber auch jetzt ist es ihm gelungen, das Ruder rumzureißen, und Griechenland hat Überschüsse. Griechenland hat Überschüsse, und zwar nicht nur Primärüberschüsse, sondern reale im Budget. Vor ein paar Tagen habe ich gelesen in der FAZ, ein Überschuss in Portugal. Zum ersten Mal seit 1974 einen Budgetüberschuss. Ist eigentlich eine tolle Nachricht, wenn ich die Unkenrufe mir überlege, die es vor 10 Jahren und auch noch später zu dem Thema gegeben hat, als wir für diese Länder Rettungsprogramme aufgelegt haben. Und Salvini hat die Regionalwahlen in Italien nicht gewonnen. Möchte mich nicht weiter darauf einlassen. Da gibt es immer noch einige Gefahren, aber immerhin. Und die Zustimmung zum Euro ist in Deutschland so hoch wie nie zuvor. Er bleibt stabil, ist die zweitstärkste Weltwährungssituation, die zweitstärkste Kraft im Weltwährungssystem und nimmt eher wieder zu, auch wenn ganz sicher die Dominanz des Dollars noch lange Zeit vorherrschen wird. Europa
meine Damen und Herren, braucht eine junge Elite, aber auch eine breite Verankerung in der Bevölkerung. Ich glaube, wir sollten noch viel mehr das, was auf Gemeindeebene, was in Städten und Regionalpartnerschaften passiert und was eine lebendige und örtliche europäische Partnerschaft bedeutet, viel stärker nutzen, um vor Ort zu zeigen, wie Europa lebt und lebendig ist. Deutschland hat von diesem gemeinsamen Europa viel profitiert, aber auch viel geleistet. Und Bayern ist in Europa gut vertreten und mit Europa gut gefahren. Wenn ich mir die Situation der bayerischen Wirtschaft und nicht zuletzt der bayerischen Landwirtschaft anschaue, wer hätte es je für möglich gehalten, dass die bayerische Landwirtschaft mal für 9 Milliarden Euro mehr exportiert als importiert und wir mehr Käse exportieren als Frankreich, das hätte ich mir in meiner Jugendzeit nicht vorstellen können. Ist es nicht schön, dass die Europahymne von einem Deutschen komponiert wurde und dass die soziale Marktwirtschaft das Modell, das Sozialwirtschaftsmodell für Europa ist? Die Münchner Europakonferenz dankt Ihnen für Ihr Kommen. Sie ist entschlossen und begeistert, für Europa auch weiter zu werben und zu kämpfen. Bleiben Sie an unserer Seite. Vielen Dank.